Also auf Dean Connect wurde ich gar nicht aufmerksam, sondern ich kannte es bereits schon über die Familie der INS-Projekte, die es ja schon seit geraumer Zeit gab. Und die INS-Projekte, die habe ich zufälligerweise bei einem Messebesuch vor etwa 10 Jahren auf der Hannover Messe kennengelernt. Da gab es also einen Flyer, der dann aber im DKE-Stand auslag. Und das fand ich ganz interessant und habe mich dann mal gemeldet. Und so bin ich also dann auch zur DKE gekommen. Also mit der Normungsarbeit habe ich ja schon zu Zeiten am Institut angefangen und mir ist damals schon bewusst geworden, dass eine Norm eine sehr hohe Breitenwirkung hat und sie reduziert ja auch die Transaktionskosten in der Anwendung von neuen Technologien, wenn es denn gelingt, frühzeitig diese innovativen Prozesse und Produkte auch in Normen zu gießen. Das fand ich eigentlich damals schon sehr, sehr effektiv, hier dann sich einzubringen und bin es nach wie vor auch als Einzelunternehmer. Ja, zum einen mal ist es ja ganz klar, es ist schon relativ hilfreich, insbesondere für kleinere Start-ups, wenn da ein gewisser finanzieller Beitrag geleistet werden kann durch die Projektfinanzierung. Das hilft also ungemein, auch die Reisekosten und Ähnliches dann zu rechtfertigen. Aber was noch viel wichtiger ist, ist eigentlich dieser Ritterschlag, den man erhält, wenn das Projekt gefördert ist, auch in der Kommunikation zu potenziellen Partnern, dass man sagt, hier, ich habe ein Dean Connect Projekt, willst du mir dabei helfen, das umzusetzen? Und das ist eigentlich nochmal aus meiner Sicht noch viel wertvoller. Also richtig quantifizieren in harten Dollars oder Euros kann ich das jetzt nicht, was jetzt die Aktivitäten bei der DKE und IEC und Senelec gebracht hat. Aber es hilft natürlich schon, dass mein Know-how geschätzt wird, was ich jetzt auch im Rahmen der Aktivitäten in den Normungszirkeln aufgebaut habe und auch die Netzwerke, die da auch auf persönlicher Ebene geschlossen wurde. Es gibt ja den Spruch, dass man bei Wurst und Gesetzen nicht wissen will, wie sie gemacht worden sind. Und auch bei der technischen Regelsetzung war es für mich überraschend zu sehen, wie viel dann doch auch wichtig ist, in den persönlichen Interaktionen mit den anderen Kollegen aus dem Kreis, die guten Argumente nicht nur auf den Tisch zu legen, sondern sie auch gut verkaufen zu können, ohne jetzt auf persönlicher Ebene irgendwelche Behörden aufzubauen. Also ich habe fest vor, auch in der Zukunft mich in der Normung einzubringen. Das hat mich also nicht abgeschreckt, ganz im Gegenteil. Und ich muss sagen, rückblickend, dass ich viel gelernt habe, nicht nur auf der fachlichen Ebene, wo man sich mit den verschiedenen Disziplinen an einem Tisch ausgetauscht hat, sondern auch, wie man Verhandlungsführung angeht, also wie kriegt man die eigenen Argumente besser beim Gegenüber verankert, dass man dann auch einen gemeinsamen Konsens erzielen kann. Also bei der Normung wird ja oft kritisiert, dass sie zu langsam und zu träge ist. Da ist so meine Antwort, Qualität braucht ihre Zeit. Aber man kann schon sagen, dass die Normung ein wenig progressiver sein müsste, also im Sinne der entwicklungsbegleitenden Normung auch schon Themen aufgreift, die nicht nur seit zig Jahrzehnten Stand der Technik ist, sondern auch schon im voreilenden Gehorsam sozusagen schon aktiv wird. Ich denke, die Normung hat ihre Rechtfertigung auch in Zukunft, um halt eben die Selbstorganisation der Wirtschaft zu unterstützen. Wir können ja durchaus auch technische Regeln irgendwie in Gesetze packen, aber da hat man dann den Nachteil, dass nicht nur die technischen Experten auf ein gemeinsames Urteil kommen müssen, sondern im zweiten Schritt auch noch politische Entscheidungsgremien damit befasst sind. Und das dauert deutlich länger. Ich finde es besser, wenn die Technik, soweit es geht, halt eben von den technischen Zirkeln behandelt wird. Also ich muss sagen, dass im Vergleich zu den INS-Projekten DIN Connect
ja schon etwas deutlich kürzer ist mit maximal einem Jahr. Das reicht oft nicht, um Neueinsteiger für einen erfolgreichen Projektabschluss zu bringen. Aber man muss auch nicht vergessen, dass Dean Connect ja quasi aus der Eigenmotivation von Dean und DKE entstanden ist. Und es wäre schön, wenn sich das BMWi auch wieder dazu entschließen könnte, hier auch öffentliche Gelder mit einzuspeisen.